Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht hier hinten mein allseits bekanntes Model 3. Aber ich habe heute gedacht, das ist so dreckig. Ich suche mir heute ein saubereres Auto für mein Video aus. Ja, das wäre auch eine ganz gute Möglichkeit. Aber da hinten sehe ich ein wunderbares, frisch geputztes, superschönes Model 3. Und das sieht ein bisschen anders aus und das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Der Hintergrund von diesem Video ist, dass mir Topfit mal wieder Sachen zugeschickt hat. Die schicken mir ab und zu mal Sachen für mein Model 3 zu. Und dieses Mal war es ein Head-Up-Display für das Model 3. Und ich fand das zwar ganz schick, aber erstens bin ich nicht so der Typ für solche Gadgets, die man dann tatsächlich auch drin lassen sollte. Und zweitens hatte ich ein bisschen Schiss, das zu montieren. Und deswegen habe ich den guten Freund der Familie, den David, gefragt. Wir halten natürlich Abstand, Corona-Times. Ob er das nicht einbauen lassen will in sein Model 3, weil, wie ich gerade sehe, bei dir ist ja sowieso schon so viel verändert, stimmt's? Genau. Es ist tiefer gelegt. Jetzt haben wir da ein Gewindefahrwerk drin. Also man kann das stufenlos runter- und hochschrauben, wie man möchte. Okay. Ich hatte es auch noch schon mal tiefer, aber ich habe es dann wieder ein bisschen hochgeschraubt, weil ich ein bisschen hängen geblieben bin. Die Bordsteine passen dann doch nicht so gut. Wow, das ist schick. Die ganzen Chromsachen schwarz gemacht. Okay. Ja, und sonst gar nicht mal so viel. Halt so die nützlichen Sachen auch, die Stoßdämpfer für den Frunk und den Kofferraum, dass der halt automatisch hochgeht. Mhm. Komm, wir schauen mal rein. Ein paar Kleinigkeiten gibt es ja, glaube ich, auch noch. Aber vor allem sehe ich hier schon, okay, da ist das Head-Up-Display. Das wir nachher natürlich auch ausprobieren werden. Übrigens, ich kriege diese Sachen zugeschickt. Ich bekomme nichts dafür, dass ich sie in diesem Video erwähne. Also insofern ist es eine Produkterwähnung. Aber wie mir die Sachen dann gefallen, das entscheide ich dann doch immer selber. Wir werden es sehen. Ja, jetzt sag mal, wie ging es mit diesem Display, der Einbau? Ich habe ja dieses Tesla Crew Video gesehen, das ich euch auch natürlich verlinke. Da wurde das ganz detailliert beschrieben. Du hast mir ein paar Aufnahmen mitgebracht. War es denn schwer? Selber hätte ich das auf keinen Fall gemacht, weil man muss halt wirklich komplett hier oben die ganze Leiste abmontieren. Denn beim Handschuhfach musste man unten auch die komplette Verkleidung abmachen. Und da sind halt so Clips, die ziemlich einfach auch abbrechen. Und wenn man halt da nicht irgendwie ein bisschen geschult ist, dass man weiß, okay, die Clips muss man irgendwie so hochheben und dass die halt nicht abbrechen. Ja, das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, weil es ja auch ziemlich kalt ist. Wir haben so ein, zwei Grad und deswegen wollte ich das jetzt nicht unbedingt bei uns in der Einfahrt machen. Mhm. Aber es ist alles gut gegangen? Alles super gegangen. Okay. Wie lange hat denn der ganze Einbau ungefähr gedauert? Ungefähr so eine Dreiviertelstunde. Also es ging relativ schnell. Der Mechaniker wusste auch Bescheid. So. Was habt ihr denn anders gemacht als die Tesla Crew? Man muss sich vorstellen, das Kabel geht von hier einmal da unten in Fußraum vom Beifahrersitz. Mhm. Und die Tesla Crew hat das Kabel sozusagen hier unter dieser Abdeckung verlegt. Mhm. Das fand aber der Mechaniker nicht so gut, weil unter dieser Abdeckung ist natürlich die Lüftung von dem Model 3. Darum haben wir das, er ist eigentlich, ich habe es selber gar nicht so schnell sehen können, weil er hat das Kabel einfach durchgezogen. Hier kann man irgendwie, da ist auch schon von Tesla original, sind da Kabel gelegt, die dann hier einmal durch die Mittelkonsole gehen und dann halt durch den Fußraum, also nicht im Handschuhfach. Also dann untenrum statt oben rum gelegt. Einmal untenrum. Was war denn das Schwierigste jetzt bei dem Einbau? Also ich würde sagen, das Schwierigste sind halt diese Clips, ja, die ordentlich da mit diesen Plastikkeilen zu lösen. Mhm. Wenn man da halt selber ein bisschen rumhantiert und sich da nicht so auskennt, wo diese Clips sind, dann können die abbrechen und dann ist natürlich so eine Verkleidung auch nicht unbedingt billig. Ja, wenn das alles ist, dann hätte ich es ja auch selber machen können, ne? Ja, theoretisch schon. Also ich hätte es mich nicht getraut. Aber ich finde, es passt gut in dein schniekes und getuntes Model 3, finde ich, passt gut rein. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eine Runde. Mhm. Ja, und dann können wir hinterher noch ein bisschen drüber reden, wie du auch bisher in den Tagen jetzt mit dem Display zurechtgekommen bist. Genau. So, jetzt habe ich mich mal eingerichtet in Davids Auto und natürlich vor allem wichtig, dass die Sitzposition so ist, dass man dieses Head-Up-Display dann auch sieht. Die Einstellung nimmt man tatsächlich über diesen Knopf vor. Damit kann ich jetzt hier zum Beispiel in die Einstellungen gehen und ja, verschiedene Settings machen. Das hat euch die Tesla Crew auch schon alles schön erklärt. Man sieht dann auf der linken Seite das Auto, vermutlich dann nachher in den verschiedenen Positionen, den Batteriestand, Lichtanzeige, dann den Charge and Power Verlauf und auf der rechten Seite sieht man die Geschwindigkeit und die Reichweite und in der Mitte sieht man, dass ich gerade noch parke und jetzt schalte ich mal an und fahre mal eine Runde los. Auch ein schönes Auto.
Ja. Ich fahre dann mal wieder meine übliche Strecke. Da kann man mal wenigstens mal kurz 50 fahren. Man sieht hier jetzt auch, dass man 50 fahren darf. Abstandhalter sieht man jetzt auch. Da kann ich jetzt eben auch hier diese Entfernung einstellen. Und das ändert sich jetzt nicht im Bild, aber man sieht eben in der Mitte den unterschiedlichen Abstand. Ja, vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, wie das neue Display gestaltet ist, nach dem letzten Update mit den sehr kleinen Zahlen für die Geschwindigkeit oder auch für die Gänge, in denen man sich gerade befindet, das ist ja alles ein bisschen klein und an die Seite gedrückt worden. Naja, da macht das durchaus Sinn, dass man auch mal etwas größer sieht, wie schnell man gerade fährt. Und es ist wirklich auch an einer Stelle angebracht, wo man jetzt in keiner Weise eine Sichtbehinderung hat. Also es ist sehr genau in dem Sichtbereich, wo natürlich auch bei früheren Autos, ich glaube auch beim Model S, ja auch natürlich Armaturen normalerweise zu finden sind. Ich suche gerade praktisch dieses Zeichen auf dem Head-Up-Display, also dieses Zeichen, dass ich jetzt in den Modus wechseln kann, in den Autopiloten-Modus, das sehe ich jetzt nicht hier drauf. Okay, ich schalte den jetzt mal ein. Ist ein bisschen schwierig hier, weil wir hier eigentlich diese Spuren haben. Aber jetzt ist er an. Das sehe ich auch nicht, ne? Oh ja, das sieht so gleich aus wie Tempomat. Ändert sich nicht. Nee. Gut. Okay. Interessant ist aber, dass er in dem Moment eben auf diese Abstandsanzeige wechselt, wenn ich den Tempomat drin habe. Wenn ich den wieder rausmache, sehe ich wieder mein Auto, sehe aber als auch nicht diese Grafik hier, sondern ich sehe einfach das Auto. Wie ist denn das? Das zeigt er mir auch, dass das Fenster aufgeht? Ne, glaube nicht, gell? Ne. Er zeigt einfach, dass ich in einem Auto sitze, was eine bestimmte Farbe hat und noch 60%. Das Irritierende für mich ist eigentlich dieses helle Licht, was mich da so anstrahlt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was es für eine Funktion hat. Aber ich habe mir auch nicht alles genau durchgelesen und durchgeschaut. Insofern habe ich da vielleicht einen Wissensmangel. Oh, hallo. Mensch, David, vielen Dank, dass ich das mal ausprobieren durfte. Also, bevor ich vielleicht kurz was sage, wie sind denn deine Erfahrungen jetzt gewesen in den Tagen, in denen du das bis jetzt ausprobiert hast? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein mega praktisches Gadget. Klar, man kann sich über das Design ein bisschen streiten, aber so die wesentlichen Funktionen sind halt da mega gut implementiert und man sieht zum Beispiel, wie man gerade fährt, wie man halt das auch von einem normalen Auto kennt. Mhm. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch ohne damit klargekommen, wenn man jetzt von Anfang an sagt, ich komme nicht damit klar und es ist ein Grund, mir kein Model 3 zu kaufen, nur weil es kein Display hat, das ist halt die Abhilfe damit. Andererseits, viele Model 3-Fahrer schätzen ja nun gerade dieses aufgeräumte Design, ist halt wieder ein Kästchen mehr. Ja. Aber natürlich kann man auch sagen, also ich fand eben an der Stelle, wo es platziert ist, da ist sowieso nichts anderes, also es stört nicht. Und ja, gerade eben wie gesagt, nach dem neuesten Update ja die Hauptfunktionen teilweise so untergebuttert worden sind und nicht mehr lesbar, ist es eigentlich eine ganz gute Ergänzung. Kostet allerdings auch 550 Euro auf Amazon. Ja. In dem Fall vielen Dank nochmal an Topfit für das Bereitstellen dieses Vorführgeräts. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß damit. Ja. Vielen Dank, dass ich damit fahren durfte, lieber David. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert unten, was ihr für weitere Videos gerne sehen möchtet und seid auch nächstes Mal wieder dabei, euer Diesel Dad. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vampirfilm von Diesel Dad.